Guck mal, Derbo, hier ist mein 5-Euro-Billigschlauchboot drin. Den habe ich für 5 Euro bei Kleinanzeigen gebraucht gekauft, mit Löcher drin. Und ich habe das geflickt. Ich hoffe, dass ich die Löcher vernünftig geflickt bekommen habe. Aber den werden wir jetzt testen, also später, wenn wir beim Wasser angekommen sind. Das wird bestimmt lustig werden, das wird bestimmt kentern. Das wird heute so richtig benutzt. Es ist sogar ein großer Schlauchboot. Der ist ganze 5 Euro wert hier. Ich bin ganz gespannt darauf, ob der funktioniert. So, wir sind am Treffpunkt angekommen. Und da drüben, da schwimmen Marv, ConTV und Steven rum. So, ich werde jetzt das Boot aufpumpen. Das 5 Euro Billigschlauchboot. Das ist genau hier. Und man sieht vom Vorbesitzer, dass hier Sand und sowas dran ist. Das ist voll geil. Und ich habe keine Ahnung, ob die Löcher, da waren auf jeden Fall Löcher drin. Die habe ich geflickt mit Pflaster und sowas. Und ich habe keine Ahnung, ob ich die perfekt geflickt habe, dass wir damit schwimmen können. Und ich werde diesen Billigschlauchboot nicht mit dem Mund oder mit irgendeiner Billighandpumpe aufpumpen, sondern ich habe hier das hier. Das ist eine automatische Bootspumpe. Seht ihr? Und das hat auf jeden Fall auch noch ganz viele andere Aufsätze. Und zwar diese hier. Und natürlich ein Ladekabel zum Aufladen. Der hat hier so eine Anzeige. Und zwar einmal KPA oder man kann es auf PSI umstellen. Genau, hier steht drauf 0,725 PSI. Das heißt, ich werde 0,7 PSI wählen. Und genau, und dann werde ich das hier aufpumpen. Was bei dem Teil noch ganz geil ist, und zwar man kann das hier aufklappen und da sind noch mehr Teile drin. Das heißt, wenn man nur bestimmte Adapter braucht, dann kann man das hier reinpacken und den Rest zu Hause lassen. Wenn ihr diese Bootspumpe auch haben wollt, unten in der Beschreibung habe ich die euch verlinkt und mit genau diesem Rabattcode könnt ihr 15% sparen. 5 Euro Billigschlauchboot, aber 80 Euro Bootspumpe. So muss das sein. So, ihr seid am Steg dran. Genau. Ich werde jetzt Billigschlauchboot hier reinschmeißen und mal gucken, ob wir kentern. Weil ich weiß gar nicht, ob die Löcher wirklich zu sind, die ich da gemacht habe. Weil ich habe die ja mit Löcher gekauft, dieses Boot. Das ist ein 5 Euro Billigschlauchboot. Und genau, mal sehen, ob das uns überlebt. So, der Bo ist drin. Das sackt aber ganz schön tief runter. Und wir müssen unbedingt über die ganze... nach da ganz hinten irgendwie hinkommen. Ja, genau. Da müssen wir hinschwimmen. Wir sind jetzt mit diesem 5 Euro Billigschlauchboot unterwegs. Wir sind drauf. Auf jeden Fall, ich sitze jetzt gerade hier auf diesem fetten Rucksack. Dort, genau, wir paddeln so nach da ganz hinten hin irgendwo. Da haben die beiden einen Spot gefunden, der richtig chillig ist. Genau, und da werden wir dahin paddeln. Aber mal gucken, ob dieser Schlauchboot, dieser 5 Euro Billigschlauchboot uns hält. Weil die hat ja ganz viele Löcher drin gehabt. Und mal sehen, ob meine Flicken auch funktionieren. Also diese Pflaster, die ich da drauf gemacht habe, hier auf diesem Schlauchboot. Aber noch sieht das gut aus. Also noch hat das keine Luft verloren. Das ist sehr gut. So, wir sind gerade jetzt hier. Aber das ist jetzt nicht das Spot, wo wir pennen werden. Sondern wir richten uns um. Weil ich habe die ganze Zeit verkehrt rumgesessen. Das ist voll scheiße. Deswegen umrüsten, genau. Dass ich richtig rumsitze. Weil ich habe mich richtig verkehrt herumgesetzt. Also genauso verkehrt wie mein Kopf. Genauso verkehrt wie meine Gehirnzellen jedes Mal denken. Toilettenpapier-Mentalität. Ach so, und guck mal hier. Hier ist dieser Loch. Den habe ich erfolgreich repariert. Und hier unten sind auch noch viel mehr Löcher. Die habe ich auch erfolgreich repariert. Hier sind überall Löcher. Und bisher sieht das gut aus. Da ist noch keine Luft rausgekommen, glaube ich. So, jetzt wird weiter Boot gefahren. Jetzt über die Weser. Wir müssen gleich die Strömung entgegenschwimmen. Genau. Mit diesem Billigschlauchboot, mit dem 5 Euro Billigschlauchboot, meinte ich. Genau. Und da hinter uns sind Boote. Da fahren auch sogar diese Vollfettschiffe durch. Genau, mal sehen, ob wir einen quetschen. So, jetzt sind wir hier auf dieser Weser drauf und wir kommen immer näher zu dieser Brücke, zu dieser Zugbrücke dran. Jawohl. Mal gucken, ob uns gleich so ein richtig verfettigter Vollfettschiff uns quetscht, gegen uns gegenfährt und uns zum Kentern bringt. Das ist 5 Euro Billigschlauchboot rumfahren. Den habe ich wirklich für 5 Euro bei Kleinanzeigen gekauft, dieser Billigschlauchboot, mit ganz vielen Löchern drauf. Und bisher hält das, das ist gut, das ist sehr gut, das ist die Hauptsache. Weil das war richtig beschissen, wenn wir jetzt gleich kentern mit den ganzen Hab und Gut, die wir haben. Ja, und da hinten,
Da sind Marv, ConTV und Steven. Die sind viel schneller auf jeden Fall, weil die haben nicht so ein 5-Euro-Billigschlauchboot, sondern die haben was Teureres, deswegen sind sie schneller. So, weil wir mit dem 5-Euro-Billigschlauchboot nur schleppend vorankommen und wir voll entkräftet sind, haben wir das jetzt so gemacht, dass die uns ziehen mit dem Seil hier. Weil die sind mit dem, weil das ist kein 5-Euro-Billigschlauchboot, sondern das ist ein besserer Boot, womit man mit weniger Kraft man mehr hinbekommt. Die kriegen das auf jeden Fall viel besser hin. Die schieben uns. Genau. Und das funktioniert ungefähr. Es funktioniert schon ganz gut. Es ist eine Entlastung für uns. Jetzt werden wir hier geschoben wie so ein Anhänger. Wie der allerletzte Anhänger. Auf genau so einen Gedanken muss man kommen, um diese Idee geschoben zu werden. Das haben 5-Euro-Billigschlauchboote so an sich, dass die schlecht zum Fahren sind. So, hier vorne ist diese Brücke, diese Zugbrücke. Hier habe ich schon dreimal drunter geschlafen und zweimal auch neben der Zugbrücke. Im letzten Mal wir beide. Genau, also hier fahren ganz laute Züge durch. Die sind manchmal ohrenbetäubend laut, wenn das Güterzüge sind. Also wenn sie so ein Gut hinterher schieben wie das hier gerade. Aber natürlich helfen wir ein bisschen mit. So ein bisschen Entlastung. Guck mal, da drüben ist so ein Güterzug. Die sind voll laut. Die fahren Güter rum. Genauso wie das hier. Und guck mal, wir verlieren ein bisschen Luft. Der Boot kommt dem Wasser immer näher. Da sitzt immer tiefer. Das heißt, wir müssen uns beeilen und wir müssen noch bis da ganz hinten hin irgendwie hin paddeln. Mal sehen, ob wir das schaffen, ohne dass wir gekentert werden, also ohne dass wir untergluggern und ertrinken und so, genau. Und bisher wurden wir noch von keinem Schiff weggerammt und zum Kentern gebracht. Jawohl, wir haben es erreicht. Ich freue mich aufs Grillen. Genau. Ich habe Schaschlikspieße. Ich habe Ich habe nicht normale Schaschlikspieße dabei. Sondern ich habe verschmierte Schaschlikspieße dabei. Verschmierte? Ja, genau. Genau, mit Gewürzöl und sowas dran. Oh, okay. Also gekauftes Gewürzöl. Ja. Wir haben Sommersteaks oder so, ne? Grillen wird richtig geil. Und der Bo kam immer stärker ins Wasser ran. Ja, so ganz, aber auch nicht viel, aber ganz minimal ist da Luft weg, glaube ich, oder? Meinst du? Ja, auf jeden Fall schon jetzt. Ich habe jetzt keinen so großen Unterschied dabei, aber eher so ein bisschen schlapp ist das schon auf jeden Fall. Das ist richtig geil. Guck mal, hier vorne kommen Wellen. Das ist voll geil, weil hier ist gerade ein Motorboot vorbeigeschwommen. Der hat uns aber nicht gekentert. Genau, und wir haben unseren Spot gefunden. Wir sind hier. Ja, genau, wir haben den Spot erreicht. Und gleich wird Grillfleisch gegrillt. Mit diesem hochwertigen Grill. Mit Grillkohle. Sogar mit Grillkohle. Richtiger Grillkohle sogar. Das ist richtiger Grill und nicht dieser möchte gern billig Einweggrill. Genau, das ist richtige Grillkohle. Damit werden wir heute grillen. Und ich freue mich auf diese verschmierten Schaschlikspieße. Der Bo baut sich seinen Schlafplatz auf. Ja genau, das ist eine Isomatte, die man aufbläst. Und wo es einen schwindelig wird, wenn man es mit dem Mund machen würde. Genauso wie mit einem Schlauchboot. Mit diesen, mit diesem 5-Euro-Billigschlauchboot. Wenn man das hier mit dem Mund aufbläst, das habe ich einmal gemacht und mir wurde die ganze Zeit schwindelig. Das hat richtig lange gedauert, bis ich das aufgeblasen bekommen habe. Das hatte ich das erste Mal mit dem Mund aufgeblasen, als ich das geflickt habe, die ganzen Löcher, die dort waren. Das war richtig ein Haufen Arbeit gewesen. Das war richtig scheiße gewesen, das hier zu flicken. Aber ich habe es geschafft und bis auf so ein bisschen Luft draußen hat das gehalten. Das hat den ganzen Weg gehalten. Also dieser 5-Euro Billigschlauchboot, der ist auf jeden Fall zu was zu gebrauchen. Nicht so wie ich. So, jetzt wird gegrillt. Genau, das sind diese verschmierten Spieße, die ich meinte. Das sind nicht normale Spieße, sondern verschmierte Spieße mit diesen verschmierten Gewürz und so weiter. Das ist so flüssig und so. Also nicht so trocken wie das andere. Ich habe das noch nie probiert, diese verschmierten Spieße. Ich habe bisher nur normale Spieße probiert. Aber noch nie verschmierte Spieße.
Ich bin ganz gespannt drauf, wie diese verschmierten Spieße hier schmecken. Weil die verschmiert sind. Ich bin sehr gespannt darauf, auf jeden Fall. Grillen ist richtig geil. Oh, das riecht voll gut. Diese verschmierten Spieße, die riechen voll. Das hat Duftmarke. Dieser Duft, das kommt direkt in unsere Nasen rein. Bah, ist das heranwachsend. Bah, ist das heranwachsend. Dieser Grillfleisch, der muss erwachsen werden, damit das fertig ist. Damit das essbereit ist, genau. Das muss erwachsen werden. Bah, ist das heranwachsend. Bah, die sind noch lange nicht 18. Die müssen unbedingt fast so schwarz werden wie die letzte Raucherlunge. Aber nicht ganz, sondern kurz davor. Genau, dann sind die fertig. Aber vorher bleiben die heranwachsend. Oh ja, so langsam werden die immer erwachsener. Das ist sehr gut. Guck mal, wie die aus. Guck mal hier, da ist ein bisschen schwarze Kruste dran. Das ist super. Ja, 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 das bildet sich so langsam. Ich habe zwar schon oft diese Schaschlikspieße gegessen, aber noch nie verschmierte Schaschlikspieße. Genau, die würde ich gerne probieren. Ich bin sehr gespannt drauf, wie die schmecken. Also diese verschmierten Schaschlikspieße. So, die verschmierten Schaschlik sind fertig. Ich habe da sogar Gewürzketchup reingemacht. Und zwar dieses überteuerte Gewürzketchup, genau. Weil das ist das beste Ketchup, was ich kenne. Schmeckt gut. Die verschmierten Schaschliks, die lohnen sich. Und hier vorne ist dieser Baguette. Das werde ich jetzt auch probieren. Das schmeckt mir so ein bisschen zu heranwachsend. Noch nicht ganz durch, aber egal. Das schmeckt. Du isst gerade Zwiebel. Mhm. Ist das eine vegane Zwiebel? Halb. Hier, probier mal. Die ist salzig und angebraten. Aber dieses Produkt ist auf gar keinen Fall vegan. Und zwar, weißt du warum? Da sind ganz viele Bakterien, Staphylokokken und Bactus und sowas dran. Wenn die, wenn man die isst, das sind tierische Lebensmittel, auf jeden Fall. Also wie gesagt, kein Veganer ist vegan. Ich kann aber Kuchen nur auf dem Stein als Schnitzel. Es brennt. Einfach hier rauflegen. Es brennt rum. Es brennt. Das Feuer brennt. Der Qualm brennt auch, aber im Auge. Bei mir auch. Bei mir nicht. Ich bin noch nicht, ich habe meine Augen zugemacht. Wir sind auferstanden. Wir haben hier draußen geschlafen. Das war voll lustig gewesen. Das Feuer ist aus. Und da drüben ist dieser Fluss, wo wir mit dem 5 Euro Billigschlauchboot da gepaddelt haben. Und mit dem anderen Boot, genau. Und diese Billigpaddel von diesem 5 Euro Billigschlauchboot, die waren richtig scheiße gewesen. Die haben uns kaum vorangebracht. Das war voll schwierig gewesen, hier so rumzupaddeln. Das hat voll lange gedauert. Oh, scheiße. Das macht Blasen. Guck mal, wie fertig dieser Kaffee ist. So, Kaffee ist fertig. Ja, Kaffee am Fluss zu saufen, ist richtig... Guck mal, wie fett der ist. Der ist richtig fett. Guck mal seine Latschen hier vorne an. Die sind richtig glibberig. Guck mal, wie der sich da so rumbewegt. Und frisst. Oh, guck mal, wie diese Tropfen von seinem Maul runterfallen. Ich habe hier so ein bisschen dieses Brot. Der ist voll fett. Der ist immer noch fett. Ja, guck mal, wie schmalzig diese Latschen da vorne aussehen. Und dieser krumme Hals auch noch. Boah, dieser krumme Hals. Guck mal, wie der hier so rumguckt. Guck mal, wie der aussieht. Sein Gesicht.
Dieser krumme Hals. Er macht sogar Geräusche. Aber der Schwan ist immer noch hier. Und wir wollen gleich über das Wasser rüber. Also wir müssen auf jeden Fall darüber. Hier vorne fahren diese fetten Schiffe lang. Und mal sehen, ob der uns trifft. Ob wir dann kentern, wenn der dann gegen uns fährt. Also diese fetten Schiffe hier. Wir müssen auf jeden Fall gleich mit einem Boot, mit einem Schlauchboot rüber. Aber vorher muss dieser Schlauchboot noch ein bisschen aufgepumpt werden, weil es hat ja so ein bisschen Luft verloren. Jawohl. Ziemlich hart. Mit dem Mund würde man viel länger brauchen. Das wäre richtig lästig, das würde einen schwindelig pusten. Man würde umkippen dann, wenn man das mit dem Mund machen würde. So. Es startet langsam. Wir müssen nach da hinten hin. Und mal sehen, ob wir gleich von so einem Boot gerammt werden. Also von so einem Vollfettschiff. Der uns zum Kentern bringt und so. Genau. Wir werden jetzt nach dahin hinfahren. Jawohl. Wir sind drauf. Wir sind auf dem Fluss drauf. Wir haben, glaube ich, ein Drittel vom Fluss geschafft. Mal gucken, ob gleich hier so ein Vollfettschiff kommt. Ach, die sind das. Ich dachte jetzt kommt Luft von dem Boot raus, von dem Billigschlauchboot. Ja, ich glaube, jetzt sind wir genau bei der Hälfte. Genau bei der Hälfte angelangt. Also genau da, wo die Vollfettschiffe vorbeifahren. So, wir haben fast das Ufer erreicht. Von da ganz hinten kommen wir. Ja, genau. Wenn wir das Ufer erreicht haben und das Boot, dieses Billigschlauchboot rausgeholt haben, dann paddeln die anderen her. So, wir sind eben gerade von dort nach hierher gefahren, weil hier ist eine Anlegestelle, damit man besser hier vom Schlauchboot wegkommt. Ja, perfekt. Hervorragend. Aber scheiße, es fängt langsam an zu regnen. Das ist voll die Scheiße. Katastrophe. Ja. Kommst du ran? Ja, perfekt. Ja. So, ich werde jetzt von diesem 5€ Billigschlauchboot die Luft rausholen. Und falls ihr Probleme haben solltet, die ganze Luft rauszuholen, dann kann man das mit dem Ding, mit der Bootspumpe, auch entgegenwirken. Guck mal, wie das hier die Luft entfernt. Da ist immer weniger Luft drin. Ja, genau, das geht ganz leicht. So geht heutzutage Luft rausmachen. So, die ganze Luft ist draußen, das ist richtig gut. Jetzt kann man das ganz einfach zusammenpacken. Also ich finde diese Bootspumpe richtig praktisch. Wie gesagt, Link zum Produkt unten in der Beschreibung, wenn ihr auch so ein Ding haben wollt. Ah, scheiße, es fängt schon wieder an zu regnen. Das war scheiße. Es tropft schon wieder. Der Regen muss weg. Boah, guck mal hier. Hier Starkregen. Wir sind hier ganz schnell unter dieser Bushaltestelle hier geflüchtet. Guckt euch mal diesen ganzen Starkregen hier vorne an. Wie das hier rumregnet. Bah. Dieser Regen muss weg. Und unser Bus, der kommt gleich. Und wir müssen in die entgegengesetzte Bushaltestelle, die da ganz hinten ist. Hier, guck mal. Da hinten ist unsere Bushaltestelle. Da müssen wir hin. Aber dieser Regen, dieser Starkregen, der lässt uns nicht. Der ist voll scheiße. Wir haben extra gewartet, bis es wieder anfängt zu regnen. Dass wir dann im Regen darüber laufen müssen, wenn unser Bus kommt. Ja, ja. Der Regen muss weg. Guckt euch mal diese ganzen fetten Tropfen hier vorne an. Die sind voll fett. Die tun ein weh, wenn die gegen's Gesicht oder so prallen. Guckt euch mal an, wie fett diese Tropfen hier vorne sind. Die lassen uns hier überhaupt nicht gehen. Boah, ist das verschmiertes Wetter hier. Boah. Was für eine Müllhälse hier.
Das ist ein richtig verschmiertes Scheißwetter hier. Boah, guckt euch mal an, wie fett diese Tropfen hier vorne runterfallen. Und unser Bus, da kommt bald. Wir müssen da irgendwie rüber zu dieser Bushaltestelle da hinkommen. Die ganzen Tropfen, die werden immer verfettigter und fett. Die werden immer größer. Die ganzen Tropfen, die müssen weg. Boah. Unser Bus, da kommt bald. Diese Tropfen, die werden uns nass machen, wenn wir da hier rüber gehen. Mit diese ganzen Sachen hier vorne. Wir fahren jetzt Bus. So, ich bin schon wieder zurück, ich bin schon wieder zu Hause und guck mal hier, ich habe hier ein Paket aus Österreich und das hier, das ist meine Adresse. Das heißt, falls ihr vor der Tür stehen möchtet und mir ein Paket übergeben möchtet, dann hier, das ist meine Anschrift, das ist meine Adresse, da könnt ihr Pakete hinsenden. So, ich werde jetzt das Paket hier öffnen. So, ich habe das Paket geöffnet und ich weiß, dass Leopold Elvis mir das zugeschickt hat aus Österreich. Viele Grüße und vielen Dank dafür. Ich weiß noch nicht, was drin ist, aber ich werde jetzt auspacken. Ah, geil, das ist ein Regenponcho. Den habe ich auf jeden Fall gebraucht. Weil ich habe ja nur diesen urinfarbigen Billigregenponcho, der die ganze Zeit voll scheiße ist, wo der ständig aufreißt und wo Tropfen durchkommen und sowas. Der hier, der sieht hochwertiger aus. Ich werde den jetzt einmal anprobieren. Ja, Mann. So ein Ding habe ich gebraucht, auf jeden Fall. Ja, das ist sogar so ein fetter Regenponcho, den man sogar als Tarp nutzen kann. Als Notfalltarp, genau. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das durchgeht, wenn hier das nächste Mal Regen auf meinen Kopf drauf tropft. Also hier drauf, genau. Ich bin ganz gespannt drauf, ob der hier richtig wasserdicht ist. Und nicht so wie dieser Billigregenponcho, wo so ein bisschen durchkommt. Also nicht ganz durch, aber ein bisschen ist da durchgekommen, auf jeden Fall. Ich wurde ein bisschen feucht und der sieht so reißfest aus. Aber ich glaube, der hat ein bisschen Gewicht, deswegen für so ultra leicht ist das scheiße. Aber wenn ich jetzt mit meinem Wagen unterwegs bin, da ist das cool. Da ist das richtig gut, da kann man das richtig gut mitnehmen. Also hier mit meinem komischen, mit meinem Pilgerwagen, genau. Das Ding sieht robust aus. Das ist gut. Vielen Dank für den Regenponcho. Der wird auf jeden Fall irgendwann benutzt, wenn es regnet und ich damit unterwegs bin. Genau. Aha, so eine Art Tasche. Ich denke, so eine Art Erweiterung. Genau. Und das hier ist so eine Art Weste. Genau, das ist eine Weste. Auf jeden Fall, ich werde es einmal ausprobieren. Ich ziehe mal diese Weste hier vorne an und ich weiß, wofür es gut ist. Ja, genau. Und zwar hier sind überall diese Molle-Schlaufen. Genauso wie hinten auch. Da kann man zum Beispiel diese Tasche hier oder noch mehr Taschen oder so, die hier auch diese Molle-Dinger haben, das kann man hier hinten so dran befestigen. Genau. Dafür ist das gut. Ist schon auf jeden Fall ganz cool, wenn man so richtig modular unterwegs ist, aber ich weiß nicht, ob das irgendwann mal zum Anwendung kommt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber der Regenponcho, der wird auf jeden Fall benutzt, aber so richtig. Da bin ich so richtig gespannt drauf. Hier haben wir eine lustige Boots-Action mit Kinderschlauchboot mitten im Winter gemacht. Und der dabei war, der ist wie so ein richtiger Trottel ins Wasser reingefallen mit seinen ganzen Klamotten.